Wer stimmt für den Antrag? Das ist jetzt ungefähr 10-mal so viel wie mein Einkommen als Student. Ich bin Florian Siegmann, 26 Jahre alt und der jüngste Abgeordnete, den es in Bayern jemals gab. Jetzt geht's zum Corona-Test. Morgen. Lieber Mund oder Nase? Lieber Mund. Das war's schon. Für uns Abgeordnete ist das Testen freiwillig, aber mir ist es total wichtig. Ich will ja das Virus nicht weitertragen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch schützen. Tschüss und danke. Irgendwie glauben alle, Abgeordnete steigen immer aus dicken schwarzen Autos aus und haben ein Fahrrad. Das ist natürlich nicht so. Wir fahren U-Bahn, wir fahren Fahrrad, wir bewegen uns ganz normal wie alle anderen Menschen auch. Im Landtag sind die Fraktionsgeschäftsstellen, aber die Abgeordnetenbüros und zum Teil ja auch Apartments für die Abgeordneten, die von weiter her kommen, die verteilen sich außenrum. Ja, morgens, das Erste ist eigentlich immer einmal schnell die Mails checken. Also in 7 Minuten fängt schon die erste Telefonkonferenz heute an und dann geht es eigentlich mit einer Videokonferenz weiter nach der anderen, bis der Ausschuss anfängt. Ich studiere im Master Chemie an der LMU hier in München und ich bin ungefähr halb durch von den Punkten her, aber eigentlich fehlt nur noch eine Prüfung, ein Praktikum und die Abschlussarbeit. Guten Morgen zusammen, seid ihr alle schon ready? Ja, Uni-Klausuren sind geschafft, soweit passt es also, aber die Woche ist natürlich wieder ziemlich voll. Was einfach diese Woche nochmal ansteht, da werden Flo und ich uns nochmal zusammensetzen. Super, alles klar, habt eine schöne Woche, wenn es was gibt, meldet euch. Ciao. Ja, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, es ist eine spannende Woche. Also es ist alles voll mit Anträgen. Wir haben Expertinnenanhörungen, Teil der Ausschüsse im Landtag. Also die Kolleginnen und Kollegen waren alle fleißig. Wir haben gleich viel zu beraten im AK. Gülserin, du musst dich stumm schalten. Gülserin, du bist am Rauschen. Böse. Ah ja, sehr gut. Wir haben 10.30 Uhr. Ich wünsche euch einen wunderbaren guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Es ist viel Arbeit da. Es gibt wahnsinnig viele Anträge auf den Tagesordnungen in den Ausschüssen. Wir haben auch heute wieder super viel. Bevor wir in den Bericht vom Vorstand gehen, stelle ich dann jetzt auch wieder die Nichtöffentlichkeit her und muss euch leider verabschieden. Ich verdiene gerade brutto 8.657 Euro und netto sind es dann 5.672 Euro. Von Student zu Abgeordneter, das ist ein wahnsinniger Sprung. Und ich bin mir auch bewusst, dass es ein großes Privileg ist, so viel Geld zu verdienen. Das ist so mein Gebiet, Hadern, also ein Stück vom Kuchen in München, um das ich mich kümmere. Und mein Betreuungslandkreis Ebersberg, das sind zusammen so ungefähr 300.000 Einwohnerinnen, für die ich einfach da bin. Ja, Dienstage sind immer besonders voll, also da kriege ich dann meistens entweder was zu essen mitgebracht, aber mehr als eine halbe Stunde Mittagspause ist eigentlich an Sitzungstagen selten drin. Als Abgeordnete haben wir ja super viele Ausgaben, die durchs Mandat entstehen. Das fängt an beim Büro, geht dann weiter bei persönlichen Mehrausgaben fürs Reisen durch Bayern, für Hotelübernachtungen und hört dann auf bei Veranstaltungen, zum Beispiel Empfänge, die wir im Stimmkreis machen. Dafür gibt es eine Kostenpauschale, das sind 3.589 Euro im Moment und die kann ich für meine mandatsbedingten Mehrauswendungen verwenden. Ja, 12.30 Uhr startet der Europaausschuss und da geht es jetzt in die Diskussion mit den anderen Fraktionen. Also eben habe ich ja in den Videokonferenzen mit den grünen Kolleginnen diskutiert und jetzt debattiere ich über meine Anträge und Vorschläge mit den Abgeordneten aus den anderen Fraktionen und dann wird abgestimmt. Und? Schauen wir mal. Also als Abgeordnete spenden wir natürlich auch einen Teil unseres Gehalts an die Partei. Das ist deswegen so, weil ich für meinen eigenen Wahlkampf auch quasi nichts bezahlen musste. Und ich konnte als Student ja auch nur
in den Wahlkampf ziehen, weil die Partei alle Kosten übernommen hat. Das ist also eigentlich so mit das Schönste, so zwischen den Sitzungen mal rauszukommen und dann, wenn das Wetter gütig ist, gemütlich auf den Landtag zuzuspazieren. Das tut dann gut, da kann man zwischendurch mal Luft holen. Jetzt gehen wir mal eine kleine Abkürzung, weil durch die Tiefgarage kommt man ein bisschen schneller rein und dann muss man nicht einmal komplett ums Gebäude laufen. Servus. Hallo, Herr Siegmann. So. Servus, Hepp, grüß dich. Und geht's gut? Passt. Frau Kern, passt alles? Wunderbar. So. Servus, Markus. Also im Ausschuss diskutieren wir mit den Abgeordneten der unterschiedlichen Fraktionen die Anträge. Und ich habe zwei diesmal drin, die ich geschrieben habe. Ich hoffe natürlich, dass der Antrag angenommen wird. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Jetzt komme ich tatsächlich zu einem ganz konkreten Punkt in den Beziehungen, der mir persönlich auch besonders wichtig ist. Das Erasmus-Plus-Programm steht, glaube ich, wie kein anderes EU-Programm für all das, worauf man sich in der Europäischen Union geeinigt hat. Mit etwas Glück gelingt es uns, dass Großbritannien oder zumindest Schottland und Wales im Laufe der nächsten Jahre wieder zum Erasmus-Plus-Programm beitreten werden. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer stimmt für den Antrag? Das sind die Kollegen der Grünen und der SPD und der FDP. Wer stimmt gegen den Antrag? Wir sehen zu der AfD und der Freien Wähler. Damit ist der Antrag abgelehnt. Oppositionsarbeit ist auf jeden Fall harte Arbeit, weil viele Vorschläge abgelehnt werden. Also stimmen Sie bitte dem Antrag zu, um den deutschen Aufbau- und Resilienzplan ein Stück besser zu machen, um die 32 Milliarden, die drinstehen, besser zu investieren. Wer stimmt gegen den Antrag? Kollegen der CSU und der Freien Wähler und der AfD bei Enthaltung der SPD. Dann ist der Antrag abgelehnt. Wir kommen zu Punkt 5. Ja, intensive Sitzung. Anträge sind leider nicht durchgekommen, aber zumindest beim Erasmus-Antrag habe ich das Gefühl, dass man gemerkt hat, da ist dringend Handlungsbedarf und vielleicht gibt es ja dann im nächsten Haushaltsentwurf ein paar Millionen extra. So. Achso. Die Qualifikation, um Abgeordneter zu werden, ist gewählt zu werden. Liegt an jedem Abgeordneten selbst, den Job dann auch möglichst gut zu machen, aber auch im Wahlkampf die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Danke dir. Mir ist wichtig, dass ich das Geld auf Seite lege, um nach dem Mandat unabhängig zu sein, um halt nicht auf das Mandat angewiesen zu sein und nur dafür kandidiere, sondern dass ich danach frei bin, was anderes zu machen. Und ich stecke das Geld vor allem in kleine und mittlere Unternehmen, die sozial-ökologisch ausgerichtet sind. Also ich habe zum Beispiel Anteile an einer Biobrauerei. Da gibt es dann auch einen Zins und einen Teil von der Rendite auch flüssig. Und ansonsten investiere ich in nachhaltige Wertpapiere. Jetzt gut. Taffatata. Mega geil. Lass uns noch Salat machen, oder? Ja. Super. Ich wasche mir kurz die Hände und ziehe mir was anderes an, dann bin ich bei dir. Na klar. Prüfungsergebnis schon bekommen? Tatsächlich, ja. Und? Hau raus. Besser als erwartet tatsächlich. Was heißt besser als erwartet? Also diese Prüfung von gestern, das wurde 1,3. Ja, mega. Ich würde mal sagen, kein Grund zu maulen. Nö. Super. Dann einen guten. Wir wechseln uns immer so ein bisschen ab. Also meistens, ja, ungefähr kommt es hin mit dem Abwechseln. Ne, du kochst schon ein bisschen. Ich koche schon ein bisschen öfter, ja. Aber du kochst auch lieber. Ja. Aaron und ich, wir sind alte Hochschulpolitik-Kollegen und haben dann gesagt, komm, lass zu zweit eine WG aufmachen.
Ja, wir teilen uns das natürlich ein bisschen auf. Geht auch nach Zimmergröße. Ich habe das größere Zimmer und zahle auch einen größeren Teil. Das sind 1100 ungefähr warm. Mit Strom, mit Heißwasser, mit allem. 55. Ja. Zeit fürs nächste Meeting. Also ich arbeite so ungefähr 55 bis 60 Stunden und ich versuche auch, dass es nicht mehr wird, weil eines der wichtigsten Sachen ist, als Abgeordneter kreativ zu sein. Und wenn ich noch mehr arbeiten würde, dann geht irgendwann die Kreativität verloren. Hallo ihr Lieben, ich bin auch schon da. Ich finde, der Job lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ich mich morgen nochmal entscheiden müsste, anzutreten, würde ich wieder antreten. Es macht mir einfach Spaß, politisch in Bayern mitzugestalten. Das war's von mir. Mein Lieblingsvideo ist die Berufsschullehrerin. Alle anderen Videos gibt's hier. Und denkt dran, abonnieren nicht vergessen.